schmeißt jeden Kerl ins Bett. Merkst du das doch, oder was? Du Penner, Alter. Hast du ein Problem, oder was? Du bist eine feige Sau. Und da ist ein bisschen mehr rausgebrochen. Bist du fremdgegangen? Ja, mach doch. Mike, ey, schöne Scheiße, die du da angerichtet hast. Da stankst du nach Fritteusenfett. Und ich benutze niemals Fritteuse. Da frage ich mich, wer hier überhaupt der Vater ist. Bist du das? Oder er? Komm auf, Alter, bist du das hier? Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, liebe Zuschauer, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und es wird spannend. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Mein Thema heute, Zoff mit dem Ex, Britt, hilf mir. Und eins kann ich sagen, meine Gäste haben, ihre Beziehung schon längst begraben, aber das Kriegsbeil unlängst ausgegraben. Michael und Birte sind auf 180. Sie wollen heute mit dem Ex von Birte abbrechen. Mein Ex nervt, er kümmert sich nicht scheiß um seine Tochter und sagt einen Unterhalt. Wenn wir uns in der Stadt sehen, du gehst an der Stadt vorbei. Weil dein Macker sich immer dazu setzt. Mich hat er schon mal bedroht und heute ist Tag der Abrechnung. Also nur weil du Frau, du Penner, Alter. Ihr seid ganz miese Eltern. Wisst ihr? Michael, jetzt mal gut. Das sind die beiden Michael und Birte. Hi ihr beiden. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Also es geht heute um deinen Ex-Freund Birte. Ja. Was ist los? Und zwar kümmert er sich um die Kleine nicht. Die ist jetzt 5 Jahre. Mhm. Und wenn wir ihn in der Stadt sehen, dann beachtet er sie nicht. Er weiß, wie sie aussieht. Sein eigenes Kind, ne? Das ist sein eigenes Kind, ja. Wie alt süß ist die? Ganz die Kleine süß. Ist jetzt 5. Ja, und wie alt war sie, als ihr euch getrennt habt? Da war sie gerade mal ein Jahr vielleicht. Das heißt, sie hat auch keine richtige Erinnerung an ihn? Nein, also sie kennt ihn auch nicht mehr. Ich habe doch ein Tauffoto von ihr, wo er auch mit drauf ist. Wir sagen immer, wer er ist. Dann sagt sie, nee, das ist ein Papagei, das ist ein Affe, den kenne ich nicht. Und ja, dann sagt sie, Papa, Michael ist mein Papa und bleibt mein Papa. Ja. Michael, wie lange bist du denn jetzt im Leben von der Kleinen? Wie lange seid ihr beiden ein Paar? 3 Jahre. Zwei? Drei. Also das heißt, man kann wirklich sagen, sie hat zu dir einen viel größeren Bezug. Du bist ihr Vater. Wie empfindest du für die Kleine? Alles, also sie ist für mich eigentlich alles. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, er ist immer noch der Meinung, er hat das Sorgerecht und alles. Aha. Er ist zweimal vor Gericht nicht erschienen, ich kann dir sogar das Datum sagen, einmal am 27. April. Und da war er nicht, und da habe ich seine Rechtsanwältin gefragt, warum kommt er nicht? Ja, er hat kein Geld. Das war, was ist das, wenn das mein Kind ist, dann laufe ich dahin. Ja, klar. Das ist meine. Also das heißt, die Gerichtstermine waren dafür da, um die Sorgerechtsfrage auch zu klären. Genau. Ja? Und so einen wichtigen Termin hat er echt verschlammt. Ja, und, kommt und nicht beim hin. Zweiten Mal, das war 3. Mai, das weiß ich, da hat er Geburtstag, war er auch nicht da. Echt, ja? Vielleicht also hat er ja reingefallen. Ich weiß nicht. Hat er jemals Unterhalt gezahlt? Nein. Nein. Hat er jemals Kontakt zu der Kleinen aufgenommen? Ja, Umgangsrecht hatte er, er kam aber unregelmäßig. Mal hat er angerufen, ich kann nicht kommen, hab kein Auto, wird er nicht fahren kann. Aber es gab schon Momente, wo er die Kleine bei sich hatte. Ja. Wie war das denn, wenn sie dann wieder nach Hause gekommen ist? Ja, stand sie nach Fritteusenfett. Dann nachts hat sie nicht durchgeschlafen. Aber nach Fritteusenfett, warum hat er immer Pommes gemacht oder warum? Denke ich mal. Okay. Weil die Leute dazu sagen möchte, ist, wo wir zusammen, da waren wir ja schon 2 Monate zusammen, da stand er auf einmal vor der Tür und meinte, ja, ich will die Kleine sehen. Aus dem Nichts. Wer bist du überhaupt? Dann fing er schon an zu grölen. Wer bist du denn? Da hat er Maurer Loch gelassen, dass die Tür jetzt kannst du gehen. Das kann man im Ruhigen klären. So haben wir abends da über Chat geschrieben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja gut, wir können uns treffen, ist kein Problem. Dann und dann bei Bäcker Balzer, ja, wir standen da wie doof, wo ist er hingegangen, zum Rechtsanwalt kriegen ein Schreiben. Er möchte doch gerne wissen, wo wir wohnen und er kann uns nicht erreichen, die Telefonnummer. Mhm. Aber war ein Tag vorher bei uns. Ja, bescheuert. Also das klingt komisch. Das klingt so ein bisschen, als wäre er auf Krawall gebürstet. Ja? Er hat auch vor Gericht gesagt, er will mindestens 75 € zahlen. Habe ich alles schriftlich, kann ich alles holen. Im Monat? Kein Problem.
Im Monat. Hat er aber nie gemacht. Hat er nie gemacht. Okay, also Fakt ist, er ist der Erzeuger von der Kleinen, aber bislang ist es eigentlich auch dabei geblieben, ja? Genau. Was wollt ihr denn gerne? Beziehungsweise die Namensänderung. Ich wollte gerne eine Namensänderung. Es gibt auch viele Leute, die sagen, das kann man einfach so, ist kein Problem. Das wäre auch kein Problem, wäre das Kind Harps heißen, so wie sie früher. Ich heiße ja jetzt Mond, wir haben geheiratet. Okay. Und ich möchte gerne, dass das eine Familienzusammenführung ist, dass sie später keine Schwierigkeiten hat. Okay, in das der heißt, Schule. Also sie soll deinen auch euren Namen jetzt annehmen, ja, sozusagen. Das heißt, bei wem ist das das Sorgerecht jetzt? Bei mir alleine. Bei dir ganz alleine? Ja. Ja, und das will er aber noch nicht so richtig einsehen. Nee, er glaubt es noch nicht mal. Er glaubt es nicht? Er glaubt es nicht. Können wir ihm beweisen. Also das werden wir sicherlich hinkriegen heute. Hat sie einen Bezug zu ihrem Vater? Nein, gar nicht. Möchte sie auch gar nicht. Hat er denn irgendwann mal mit ihr, also wenn er sie mal gehabt hat, was macht er dann mit ihr? Weiß es nicht, ich war sonst nicht dabei. Und wenn aber er dabei war... Und er stand niemals statt Michelle der Fritteusenfett bei mir. Ich war mit Heiko zu dem Zeitpunkt zusammen, Berthe. Und ich benutze niemals Fritteuse. Okay? Aber deine Tochter kam zu dem Geburtstag von meiner Tochter mit einer Pampers, wo das Innenleben rauskam. Und du hast behauptet, sie hat gegessen, hat bei uns aber 4 Teller voll verputzt, oder was? Nein, komm. Also das heißt, du... Ne? Und er hat versucht, den Umgang wahrzunehmen. Du hast dich an die 6 Male, nämlich nicht an dem Gerichtsurteil gehalten. Ich würde du lässt mich ausreden, okay? Ich rede mit deiner Frau. Jetzt reicht es nämlich nicht. Ne? Ihr macht nämlich nur Heiko schlecht. Er ist auch schlecht. Was bist du denn? Erzähl mir mal. Bei Facebook drohen. Wo ist das Feuer, was du mitbringen wolltest? Du brauchst ganz viel Feuer. Was hat er gedroht? Er hat mir gedroht, weil ich gesagt habe, ich kann meine Hand ins Feuer legen, dass Heiko niemals... Du hast gesagt, er kümmert sich um seine Kinder. Er kümmert sich um das Kind, was wir gemeinsam haben. Darf ich nur mal zum Verständnis? Bei du bist inzwischen nicht mehr mit ihm zusammen? Ach, komisch. Ja. Warum denn? Ja. Hat andere Gründe. Oh, ja. Wisst ihr was, wir machen es mal anders. Ich finde, ich hole ihn mal dazu, weil es ist ja eigentlich müßig, Sekunde mal. Ist eigentlich müßig, kann nicht sein. Wir reden jetzt immer nur über Heiko und es wäre viel sinnvoller, auch mal reinkommen, mit ihm zu sprechen. Deswegen begrüßen wir ihn. Hier ist Heiko. Hallo, du Penner, Alter. Hast du ein Problem oder was? Heiko. Kleiner Affe, ey. Wer ist denn klein? Halt das Maul, Alter. Kleines Kind, ey. Großes Maul, nichts dahinter, weißt du? Bei mir ist mehr hinter wie bei dir. Oh. Heiko? Arschloch. Du bleibst so schön auf deiner Seite jetzt stehen, bitte. Also ich bin nicht genau in der Lage zu beurteilen, wer da jetzt welche Rolle eingenommen hat. Es ist interessant, deine Ex inzwischen hält aber sehr zu dir und sagt, du hast vielleicht Fehler gemacht aus partnerschaftlicher Sicht, aber aus väterlicher Sicht nicht. Du seist ein guter Vater in Bezug auf euer gemeinsames Kind. Nun, sie hört sich das aber ganz anders an, wenn ich Birte und Michael zuhöre, denn die sagen, du zahlst nicht, du kümmerst dich nicht. Wenn du die Kleine mal hattest, dann kam die ein verwahrlostes, vielleicht ein bisschen viel, aber irgendwie angemufft nach Hause. Die hat gar keinen Bezug zu dir und du hast auch Gerichtstermine, die sehr wichtig waren, weil die über das Sorgerecht entscheiden sollten. Warst du da? Ja, Maul, Mann. Hör zu. Hör zu. Ihr droht hier nicht, solange wir hier reden. Ja, was ihr privat macht, ist euer Ding. Jetzt seid ihr meine Gäste und hier haben wir Regeln, okay? Also, nochmal, du bist zu diesen Gerichtsterminen nicht erschienen, die sehr wichtig waren, weil die das Sorgerecht klären sollten. Was davon stimmt jetzt und was davon stimmt nicht? Da ich mir schon immer das Sorgerecht wegnehmen wollte, weil er natürlich immer dazwischen hängt. Ja. Aber wer hat dir das Sorgerecht weggenommen? Gar keiner. Also Moment, das Sorgerecht liegt jetzt bei wem, deiner Meinung nach? Bei beiden, immer noch. Ja. Zeig ihm das. Also dann muss ich dir tatsächlich mal was zeigen, denn tatsächlich, warte mal kurz hier. Ich habe hier ein Schreiben vorliegen vom Amtsgericht Meldorf. Ich habe keinen Bock auf. Ja, und da kann man das sehen in der Familiensache, Birte, bla bla bla, verfahrensbevollmächtigt, bla bla bla. Und jetzt kommt der ganz wichtige, entscheidende Satz. Das Sorgerecht für das Kind Michelle Sophie, geboren am 23.12.2007, wird auf die Antragstellerin, und zwar die Kindesmutter, zur alleinigen Ausübung übertragen. Das Sorgerecht liegt eindeutig nur noch bei deiner Ex und nicht bei dir. Ramona, warte mal kurz bitte. Heiko, ich würde aber gerne von dir, ich merke, Ramona ist echt in Fahrt und erstaunlich, weil ihr seid gar nicht mehr zusammen, aber sie fightet für dich offensichtlich als... Weil ich das hasse, dass man den Kontakt... Warte mal. Da frage ich mich, wer hier überhaupt der Vater ist. Bist du das? Oder er? Komm auf, Alter, bist du das oder was? Du, weil du jetzt... Heiko! Also nur weil du Penner, Alter. Ja, kein Vorteil, dass die Leute hier stehen, Alter.
Heiko, du bleibst bitte auf deiner Seite jetzt. Ne? Stellst du dich mal dahin? Okay, warte mal. Ich möchte jetzt mit Heiko mal erstmal drei Takte darüber sprechen, weil, wie schon gesagt, du springst sehr viel in die Bresche. Aber ich möchte von dir wissen, Heiko, wenn dir klar war, dass diese zwei Gerichtstermine darüber entscheiden würden, wer und wo und wie und wann das Sorgerecht aufgeteilt wird, wieso bist du nicht erschienen? Weil ich im Knast gesessen habe. Nein. Halt den Sappel, Mann. Ich habe mir da recht. Alten Sappel, ich bin dran, Mann. Ja, aber jetzt lass ihn mal erstmal sagen. Ich habe anderthalb Monate gesessen. Aber das kann, also tut mir leid, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja ein triftiger Grund. Ein Gericht würde den ja anerkennen. Darf ich was dazu sagen? Also, ich will erst von Heiko hören, weil das ist mir zu wenig. Also, ich habe im Knast gesessen, okay, akzeptiert, da kannst du schlecht raus. Aber das kann man vor jedem Gericht ja argumentieren, dass man entweder einen Tag Freigang dafür bekommt oder was. Oder dass dieses Gerichtsverfahren nach hinten verschoben wird. Ja, wenn die Post nicht da reinkommt, wo ich drin bin, wenn ich im Knast bin und ich kriege die Post da nicht, dann weiß ich nicht, wann Termine ist. Darf ich was dazu sagen? Nee, warum sagt deine Frau nichts mal? Ja, weil ich jetzt da was zu sagen. Das stimmt übrigens. Hast du recht, Michael? Sag ihr das am 27. April. Bitte, sag du mal. Wir sollten zum Gericht am 27. April 2011 und am 3. Mai 2011. Und da war ja bei beiden nicht. Heiko, was ich wissen möchte ist, welchen Stellenwert hat deine Tochter eigentlich noch für dich? Für mich? Ja. Ja, genau. Wenn ich sie sehen könnte und dürfte, ja, dann würde ich sie auch nehmen. Oder ja, auf jeden Fall mal tagsüber weggehen oder so. Aber da er sich immer dazwischen, halt ein Sappel, dazwischen stellt, sie, ne, sie hört auf ihn. Also sagt, das nein, heißt, du würdest eigentlich gerne mehr Kontakt zu der Kleinen haben, ja, versteht das richtig? Nun sind die beiden, Michael und Birte, heute hergekommen, weil, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, ihr euch ja eigentlich wünschen würdet, eine Namensänderung zu beantragen, damit die Kleine es zukünftig auch leichter hat. Ich finde das auch nachvollziehbar. Ja, eine Namensänderung hat ja nichts mit einer Adoption zu tun. Nee, ich weiß. Würdest du dem einfach, um es deiner Tochter für die Zukunft leichter zu machen, gestatten? Nee. Warum nicht? Das habe ich von Anfang an gesagt, mache ich nicht. Aber ganz kurz mal, wenn es jetzt um das Wohl deiner Tochter geht. Ja, das Wohl meiner Tochter, ich darf sie nicht mal sehen. Ja, aber genau das gleiche Ding. Aber nochmal. Warum soll ich dann dazu stimmen? Es war einfach auch vielleicht, nicht weil zu du auf uns zu, wenn du. Wenn wir uns in der Stadt sehen, du gehst an der vorbei. Nein, dann überleg mal, warum. Weil dein Macker sich immer dazu schickt. Komm, ey, so letztes Mal beim Marktkauf, ne? Am Freitag, genau. Ja, ja, da hat Michelle gesagt, guck mal, Mama, das. Da kam er dazu. Nein, da oh ja, mit Arbeitsklamotten. Da kam er dazu, genau, deswegen ist er auch gar nicht erst gekommen. Richtig. Das ist Schwachsinn. Wisst ihr, das ist ganz schlimm. Ich sag euch mal, was ihr macht. Ne? Ihr tragt das alles aus seinem Kind aus. Ihr schleppt, du bist auch nicht besser, Mann. Also, ganz, Michael, ich muss mal was sagen. Ist nicht dein Papa, dann würde ich auch sagen, ist nicht mein Papa. Hast richtig. Heiko, pass auf. Ja, ihr seid echt ganz schlechte Eltern, wisst ihr das eigentlich? Heiko, pass mal auf. Ihr seid ganz miese Eltern. Wisst Heiko, ihr? Michael, jetzt mal gut. Mann. Das ist schrecklich. Hört euch mal zu. Euch interessiert das gar nicht, wie es der Kleinen geht. Euch interessiert offensichtlich nur eure private Fehde. Das gilt hier für jeden, der in diesem Quartett mitredet. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Boah. Ja, also wieso seid ihr nicht in der Lage, einmal innezuhalten, in euch zu gehen und zu überlegen, okay, ich spiele eigentlich nicht die größte Rolle. Es geht eigentlich nur darum, wie dieses kleine Mäuschen überhaupt mit der Trennungssituation der leiblichen Eltern umgeht, damit erleben soll, dass sie einen zweiten Vater hat, was eine wunderbare Möglichkeit sein kann. Das weiß ich. Ja. Also sie will aber nicht hin. Was soll ich denn machen? Du vielleicht gar nichts, weil erstmal hat sie ja eine Mutter, die das auch entscheiden kann. So, ja, ich habe das Gefühl, ehrlich jetzt, Birte, du musst da auch vielleicht mal ein bisschen mehr Position ergreifen. Ja, ich höre hier, dein Partner, dein Neuer, redet ständig darüber, wie es zu gehen hat. Seine Ex redet ständig darüber, wie es irgendwie zu gehen hat. Mir fehlt das Gespräch zwischen euch beiden in aller Ruhe. Es ist euer gezeugtes Kind. Ihr habt die verdammte Verantwortung, als erwachsene Menschen den Weg für die Kleine zu wählen, der für das Kind am allerbesten ist. Und das tut ihr nicht. Eine Frau ist in dein Leben getreten und behauptet ganz plötzlich, sie hätte ein Kind von deinem eigenen Ehemann. Der leugnet alles und sagt, das kann gar nicht sein, er wüsste nicht mal, wer die Frau ist, aber sie will jetzt Unterhalt haben. Und nun bist du in einer Zwickmühle. Sollst du ihr glauben, sollst du ihm glauben? Da hilft nur noch ein Vaterschaftstest. Also schick mir eine SMS an die 0176 3x die 1 66 700. Dann kann ich euch helfen, wenn mein Thema demnächst heißt. Rätselhaft, wie viele Kinder hat mein Mann wirklich? Yes.
Es geht doch gar nicht um euch. Also ich verstehe, dass da natürlich die Emotionen hochkochen. Aber wisst ihr was? Ich will das ja gar nicht. Dafür gibt es doch auch die Möglichkeit von Schlichtungsgesprächen. Davon gibt es die Möglichkeit, dadurch gibt es ja auch die Möglichkeit, das Jugendamt einzubeziehen. Ja, da Sorge für zu tragen, dass er die Vaterrolle wirklich auch übernehmen kann und muss, weil du füllst sie nicht aus. Und im Gegenzug, ja, müsstest du aber dann deinem im Herzen zumindest adoptierten Kind die Chance geben, ihren leiblichen Vater auch erleben zu dürfen. Beispielsweise, er stand da mal bei uns vor der Tür, der Mann, der, ich hätte ihn bedroht, er sagte, ich komme mit meiner Gang. Okay, wir haben abends noch geschrieben. Hallo, darf ich mal ausreden? Bitte, hör mir mal zu. Ja. Haben wir abends noch geschattet? Haben wir klar gemacht, dann und dann treffen wir uns. Wo warst du? Ne? Wo warst du? Wo war ich? Beim Restaurant hat gesagt, du brauchst die Telefonnummer, weil du uns nicht findet und du weißt nicht, wo sie wohnt. Du willst du mich gerade verarschen oder was? Diskutiert es in Ruhe unter vier oder sechs oder acht Augen weiter, weil mir sind auch die Hände gebunden, weil ihr hört ja gar nicht. Ich habe Ihnen die Chance gegeben, ihr wisst ja nicht. Ihr hört ja gar nicht zu. Nein, okay. Ihr hört nicht zu und dann ist das Gespräch müßig. Ist meine Zeit zu kostbar? Dazu gibt es viel zu viele andere Leute, die viele Probleme klären wollen, was ich gerne mache. Wer mir nicht zuhört, dem kann ich nicht helfen, ganz einfach. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr werdet euch noch mal ein bisschen eins irgendwie und findet einen Weg, der für die Kleine gut ist und nicht nur für euch. Also, in diesem Sinne, alles Gute. Ich würde mich gerne um meine Tochter kümmern. Ich habe ihm mehrere Chancen, die kommt vorbei, er in der Stadt läuft an uns vorbei und kümmert sich. Es heißt immer, ich mische mich da ein. Ich kann zwar Umgang kriegen, aber dann werde ich dabei sein. Ich will auch nicht, dass Ramona dabei ist. Das wird auch Krieg bleiben. Aber da sie jetzt schon sagt, sie kennt ihn nicht, sie will nicht zu ihm, ist das so.